So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Und ja, ich habe es gerade in die anderen Kommentare gelesen, warum ich noch nicht das brandneue aktuelle Lego Star Wars Magazin angeboxt habe. Warum ich das noch nicht habe. Ich habe es. Bloß im Moment ist es so mit mir, mal früher, mal später mache ich die Videos, weil zwischendurch noch andere Sachen zu tun sind. Aber nichtsdestotrotz, hier ist das. Das brandneue und aktuelle Lego Star Wars Magazin Nummer 65 für 4 Euro. Was glaube ich die meisten von euch kaufen werden. Und nicht nur einmal, sondern öfters. Weil diese Lego Star Wars Luke Skywalker Figur, als ich das Magazin Nummer 64 hinten aufgeschlagen habe und diese Figur drin, habe ich sofort viele Kommentare bekommen. Ja, das ist eine Figur, die ist in diesem alten Set drin, ist richtig teuer. Ah, habe ich natürlich geguckt. Die Figur zwischen 10 und 25 Euro wird diese Figur gehandelt. Im Durchschnitt so zwischen 15 und 25 Euro. Jetzt vor knapp 10 Minuten war ich in einem Internet-Auktionshaus. Da wird auf diese Figur nicht eingepackt, nicht ein Set, nur die einzelne Figur. Mit diesem Druck drauf, im Moment drauf geboten, hat jemand 16,34 €. Hammer. Cool. Leg noch ein paar Euro drauf, kriegst du die Figur viermal. Ja, so ist das. Also, wie gesagt, im Moment wird dieses Magazin jetzt richtig einen Hype auslösen, kann ich mir vorstellen, weil viele eben diese alte Luke Skywalker-Figur haben wollen. Wie gesagt, vor knapp 10 Minuten 16,34 € jemand draufgeboten. Wenn man das aber sieht, das ist genau die gleiche Figur, die ihr nagelneu für 4 Euro kriegt. Und dann in so eine Schutzverpackung drin, nämlich so eine Art Portalbag, die ich richtig cool finde. Aufmachen, mit Spielen, Fotos machen, reinpacken. Aber ihr kennt das Ganze ja. Also, wie so oft, diese Figur, passt auf, kauft sie nicht im Internet und maximal 4 Euro. Okay, in ein halbes Jahr wird es wieder teurer sein, weil dann ist das Magazin auf jeden Fall vom Markt, auch von der Flohmärkte. Ist dann so langsam alles aufgekauft, gibt es nicht mehr. Also jetzt stark zu. Deswegen, Freunde, Bekannte, Kollegen, ihr ärgert mich doch immer gerne mit Zeitschriften, wo ich dann viele Videos von machen kann. Dieses Magazin könnt ihr mir so oft vorbeibringen, wie ihr wollt. Ihr könnt mich ärgern, kistenweise. Ich werde sie lieben, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt endlich mal an, das Lego Star Wars Magazin Nummer 65 für 4 Euro euch zu zeigen. Also wie gesagt, hier aufpassen. Luke Skywalker. Zwischen 10 und 25 Euro wurde sie gehandelt. Jetzt durch das neue Magazin auf jeden Fall viel günstiger. Denkt bitte dran. Es ist die gleiche Figur, aber nichtsdestotrotz. Dazu gibt es noch ein Sticker-Booster-Tütchen. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das Magazin rum und dann zeige ich euch die Luke Skywalker-Figur. Aber es ist wirklich so. Ich habe nachgeschaut, wo das letzte Magazin, habe ich sofort nachgeguckt und ich dachte, das kann es so nicht sein. Das ist wirklich eine alte Luke Skywalker-Figur aus einem bestimmten Set, die jetzt lange, 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 lange nichts mehr gegeben hat. Das Adventure-Magazin habe ich auch schon angeboxt. Wenn ihr es noch nicht kennt, schaut es auf meinem Kanal an. Wie gesagt, ich habe mich richtig erschrocken. Dann in Internet-Auktionshäuser zwischen 10 und 25 Euro. Ab und zu wurde sogar höher gehandelt, ab und zu weniger. Aber so 10 Euro, 11, 12 Euro war das Niedrigste, was ich gesehen habe. Und jetzt eben vor 10 Minuten 16 Euro. Und hallo, pack etwas drauf und du kriegst 4 Stück davon. Ein Poster. Zwei Seiten, innere Seite. Cool. Die Figur nicht, aber eben so. Auf der Rückseite, ja. Merchandising Raumschiff muss man nicht wirklich haben, kann man auch nicht so verwenden für ein Diorama. Dann natürlich hier Merchandising, darf natürlich nicht fehlen. Rätselspaß, Rätselspaß. Ihr kennt das Ganze ja. Dann so eine kleine Geschichte mit Merchandising, was es eben jetzt. Oh, das ist ein schönes Set, sehe ich gerade. An die Figuren. Ah, cool. Das Kind ist auch dabei. Da muss ich mal gucken, wie teuer das Set ist. Steht hier nicht.
1023 Zeile hat das. Der Preis ist hier natürlich nicht bei. Schaue ich aber nach. Vielleicht boxe ich das an. Aber nur vielleicht. Kommt darauf an, ob man das auch für später gebrauchen kann. Dann Rätselspaß, dann geht natürlich das Comic weiter. Ja, so, jetzt kommen wir zur letzten Seite. Was ist da drin? Was ist nächste Mal? Und es ist da. Oh. Eieieiei, ich freue mich ja so. Ein Raumgleiter. Ja, ihr wisst schon, was ich meine mit Raumgleiter. Obi-Wan Kenobi. Ja, diesen Raumgleiter, den hatten wir, glaube ich, so in dieser Farbe und Konstellation, glaube ich, noch nicht. 21. November. Ja, ich werde es wahrscheinlich unboxen. Ist ein Lego Star Wars, ist ein neues Raumgleiter. Ich werde ihn auf jeden Fall unboxen. Ob das direkt der 21. sein wird, weiß ich nicht. Aber ich werde das Magazin auf jeden Fall unboxen. Dafür kennt ihr mich. So, und jetzt kommen wir natürlich zu die Figur, wo sie alle hinterher sind, die richtig kostbar ist. Wo jemand jetzt schon 16,34 € verbietet. Und ich habe es gerade neu im Geschäft, also heute gekauft für 4 Euro. Einige von euch wahrscheinlich auch. Und das ist, glaube ich, eins dieser Lego Star Wars Magazine, wo ich auch mal öfters zuschlagen werde. Das ist so. Ja, das silberne Laserschwert. Oder das Chrom-Laserschwert in diesem. So, jetzt kommen wir natürlich zu die eigentliche Figur. So, und das ist sie jetzt. Schaut sie euch genau an, den Druck. Hoffentlich kommt er so rüber, seht ihr das? Das ist die Figur, die so richtig kostbar, teuer die ganzen Monate gewesen ist. Wird auch vielleicht irgendwann wieder sein, aber dann hat sie jeder oder jeder doppelt und doppelt und doppelt und kann sie verkaufen. Wie gesagt, jetzt im Moment, vor 10 Minuten, 15 Minuten jetzt, 16,34 € drauf geboten worden. In das brandneue Lego Star Wars Magazin für 4 Euro erhältlich. Und es ist die gleiche Figur. Alles das Gleiche. Perfekt. Muss man doch echt sagen. Es ist eine schöne Figur, schöner Druck, schöne Farbkombination. Es ist einfach nur schön. Dazu jetzt dieses Silber, ja, oder Chrom, sagen viele dazu. Ich sage Silber, blaues Laserschwert. Dann ist es eine schöne Figur. Ja, weil diese Farbe habe ich. Ich habe sie in Schwarz, in Rot, in Weiß. In viele Farben habe ich Luke Skywalker, aber die hatte ich wirklich noch nicht. Die hatte ich auch wirklich gesagt, bis wo das Magazin 64 angeboxt hat, auch so nicht auf den Schirm gehabt. Gebe ich offen und ehrlich zu. Weil einige Luke Skywalker-Figuren gibt es auch noch, wo ich weiß, die kosten 10, 15, aber dass für diese Figur so viel Geld ausgegeben worden ist die letzten Monate. Es ist schon wirklich ein Hammer. Obwohl, ihr seht es, die ist auch, ich würde sagen, nicht so alt. Weil ich habe hier einmal eine Luke Skywalker-Figur aus der Set 7110. Schaut mal, wie er da noch ausgesehen hat. Ja, der Haarschnitt ist was anderes. Ihr seht es, die Lichtschwerter sind auch, der blaue Stab ist gleich lang, aber eben das, da ist verchromt. Das ist verchromt, das ist Silber. Ihr seht schon den Unterschied, das ist wirklich verchromt hier. Aus der Set 7110 ist es nur verchromt. Aber da hat sich wirklich was getan. Muss man echt lassen. Aber jetzt passt wirklich auf. Wenn ihr die Figur noch haben wollt, gebt nicht so viel Geld aus. Geht zu euren Zeitschriften-Dealer oder Trinkhalle irgendwo, wo es, oder Lebensmittelgeschäft, die haben teilweise auch Magazine und Zeitschriften. Da kriegt ihr die Figur, wo die ganzen Monate so viel Geld für ausgegeben worden sind, für 4 Euro. Ist aber, ist Willi eine schöne Figur, die gefällt mir wirklich. Weil diese Farbkombi habe ich nicht. Ja, und getan hat sich
Die letzten Jahre auf jeden Fall was, aber nichtsdestotrotz. Ich habe es jetzt doch gehabt, ihr habt es gesehen, das brandneue aktuelle Lego Star Wars Magazin. Ihr schreibt mir alles in die Kommentare. Wie oft habt ihr euch das schon gegönnt? Ganz ehrlich, schreibt was drunter. Ich werde natürlich wieder irgendwas Günstiges von Lego Star Wars unter ein Video verlinken. Das wisst ihr. Sicher und bequem ist es immer. Günstiger müsst ihr selber immer schauen. Aber das Wichtigste ja sowieso, eure Kommentare jetzt gleich. Wie oft habt ihr das Magazin gekauft? Und glaubt es mir, ist nicht mein einziges Magazin. Und deswegen ist das Wichtigste ja sowieso, bleibt gesund und dann guckt hin und schaut zu. Das ist immer das Wichtigste.